So, jetzt haben wir doch mal das große Glück, unseren Trainer abgegriffen zu haben hier nach der offiziellen Pressekonferenz. Alex, du hast gerade gesagt, du bist mit dem Punkt zufrieden. Ich bin sie nicht, es hätten drei sein müssen, unbedingt. Spaß beiseite, der VfB hat, fand ich vor allem in der ersten Halbzeit, unglaublich gut nach vorne gespielt. Das Umschaltspiel hat sehr, sehr gut geklappt. Merten so viel dann gezwungen, den Gegner früh angelaufen. Ist hier aufgetreten wie, ja, wie eine Spitzenmannschaft aus der Regionalliga. Ich fand, es war ein Spitzenspiel. Sicherlich deutlich höher als Regionalliga wurde, das haben auch unsere Spieler schon bestätigt. Sehr intensiv, sehr schnell. Unterm Strich sicher ein Punkt im Meppen ganz ordentlich, aber mit Blick auf die Chancen hätten es durchaus auch drei sein können. Erstmal muss ich sagen, dass der Rahmen natürlich ein fantastischer Rahmen war, dass man sich bei unseren Fans auch bedanken muss, wie sie das Team auch unterstützt hat und auch dazu beigetragen haben zu diesem tollen Rahmen. So, und dann ja, die Mannschaft auf dem Platz, im Endeffekt das Herz und die Leidenschaft auf den Platz gebracht hat, kombiniert dann auch mit natürlich den spielerischen Akzenten. Ich fand, wir haben uns erste Halbzeit unheimlich viele Möglichkeiten rausgespielt. Haben uns dann nicht für den Aufwand belohnen können. Und das ist dann in so einem Spiel, was dann auf Augenhöhe geführt wird, das kann sich dann noch rächen. Wir kommen dann aus der Halbzeit, machen da noch ein schnelles Tor, wo ich eigentlich gehofft hatte, dass wir dann die Phase, wo wir den Gegner halt noch länger unter Druck halten können, länger aufrecht halten können. Aber das ist auch ein Entwicklungsprozess, diese Phasen immer weiter auszudehnen und lassen den Gegner eigentlich dann wieder ins Spiel kommen, weil wir dann zu passiv dann auch teilweise sind und dann in den Zweikämpfen dann auch nicht mehr so präsent. Das ist dann schade, aber unterm Strich muss man dann zufrieden sein, dass wir so eine Leistung wieder abrufen konnten, auch vom Kopf her diese mentale Stärke an den Tag gelegt haben heute. Und ich denke, einfach Werbung auch für diese Liga gemacht haben und Geschmack auf mehr. Ja, auf jeden Fall. Mehr gibt's dann in Eichede. Wie erdet man die Mannschaft wieder? Heute Fernsehen, über 5000 Zuschauer habe ich gehört. Richtig geile Stimmung. Ja, Fußball, wie wir ihn lieben. Und dann fährst du nach Eichede, Aufsteiger, den kennt keiner so richtig. Ich sage mal, der Zuschauer neigt dann dazu, so einen Gegner auch nicht unbedingt ernst zu nehmen. Du hast ihn gesehen. Was erwartet uns da? Das ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, aber nochmal, ich brauche die Mannschaft nicht erden. Wir werden jetzt morgen trainieren, wir haben mit drei Mannschaften eine Hälfte vom Platz, weil die Flutlichtanlage seit 14 Tagen ausgefallen ist und nur die Hälfte des Platzes beleuchtet ist. Das ist die Realität. Das heute, deswegen sage ich, ist es für mich nicht hoch genug zu bewerten, was die Spieler für Kompromisse angehen, was die akzeptieren müssen, um solche Leistungen abzurufen. Und das finde ich, wie gesagt, das sind Voraussetzungen, die wir, mit denen wir arbeiten müssen, die einfach schwierig sind. Und deswegen wirst du automatisch geerdet. Da brauche ich gar nichts zu machen. Dann sag uns mal was zu Eichede. Du hast sie gesehen, du warst in Braunschweig? Ja, ich habe sie in Braunschweig gesehen. Das ist eine physisch unheimlich präsente Mannschaft, die sehr unangenehm zu bespielen ist, die sehr groß gewachsen auch ist und darüber hinaus auch Fußballer in ihren Reihen hat, die schon auch wissen, mit der Kugel was anzufangen. Und die darfst du auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und für uns besteht kein Anlass, in irgendeiner Form irgendeinen Gegner zu unterschätzen, weil du jedes Spiel ans Limit gehen musst, um was mitzunehmen. Ich wiederhole mich da gebetsmühlenartig, aber das ist die Realität. Und wir werden uns wieder gut vorbereiten. Und dann wollen wir da natürlich auch was mitnehmen. Gut, VfB-Fans, dann bleibt uns nur eins. Kauft euch Lebertran diese Woche, trinkt fleißig, ja, ölt die Stimme. Und mindestens so viele müssen nach Eichede, denn da brauchen wir euch wieder. Da wollen wir es wieder so lautstark haben wie heute. Ist nicht immer nur Mappen, ihr könnt auch zu anderen Spielen kommen. Danke, Alex Nuri. Dankeschön.